Hallo Leute, da sind wir wieder bei Dwarf Fortress und anstatt dass ich dazu gekommen bin, ein bisschen weiter zu buddeln, wurde ich quasi direkt, nachdem ich die Aufnahme die letzte beendet habe, hier angesprochen, denn die Händler, die zu Besuch sind, möchten mit uns doch bereden, was wir nächstes Jahr haben wollen. Und da ich da ein paar Sachen haben möchte, werden wir hier auf jeden Fall einiges einstellen. Ich möchte auf jeden Fall Leder haben. So mit einer durchschnittlichen Priorität. Was es für verschiedene Ledersachen hier gibt. Ich hoffe, mein Gott, das klicke dabei nicht zu laut. So, ich denke, die reichen uns. Cloth möchte ich auch haben. Da haben wir nämlich fast gar nichts von. Immer noch. Crafts brauchen wir gar nicht. Den kann ich leider auch nicht weiter nach links schieben. Wood brauchen wir nicht. Metal Bars brauchen wir nicht. Seeds möchte ich haben. Und zwar mit sogar recht hoher Priorität möchte ich die hier alle haben. Denn da haben wir deutlich nicht genug von. Und ein bisschen Plumpermit Spawn kann man auch gebrauchen. Endels brauchen wir nicht. Wir einfach nicht. Oh, Trampolins. Warte ich mal, ob wir irgendwo Quivers finden. Wäre interessant. Also die Rüstung und sowas werden wir jetzt alles selber machen. Tiere, Tränke. Ja, da haben wir momentan eigentlich überall genug. Powder for Casts, das könnten wir gebrauchen. Das müsste aber das Gips und Plaster sein. Extracts. Gibt es hier einige lustige Sachen, aber nichts, was wir, glaube ich, brauchen. Es war noch interessant, nach Soap zu gucken, aber die müsste auch irgendwo auftauchen. Fleisch, denke ich, brauchen wir momentan nicht kaufen, denn wir schlachten ja gerade in gigantischen Massen Hühnchen und haben noch die Eier. Damit dürften wir genug gute Mahlzeiten machen können. Ja, hier dürfte es auch überall gut aussehen. Bags brauchen wir, können wir ein bisschen, wobei brauchen wir aber nicht so viel drin. Könnte man nämlich vielleicht gebrauchen. Thread können wir auf jeden Fall gebrauchen. So. Ropes brauchen wir auch nicht so viel. Da gebe ich mal überall einen rein, denn das kann interessant sein, Flasks zu haben, damit unsere Soldaten sich zu trinken mitnehmen können. Und da haben wir Quivers, die nehme ich auch mal mit rein, weil die kann man halt auch gebrauchen zum Munition mitnehmen. Backpacks gilt das Gleiche. Kann man sich alles auch selber machen, aber da wir noch nicht so viel davon haben, machen wir es erstmal so. Sand brauchen wir nicht, Glas brauchen wir nicht, Zeug, nö. Spin und Quatsches machen wir gerade ja auch ganz gut. Das können wir noch gebrauchen. Nämlich aus Garn gemachte Stoff und Fäden, denke ich, dürften das immer sein. Ja, und damit sieht das doch ganz gut aus. Man sieht, hier hat sich wirklich nichts getan. Ich habe mich seitdem noch nicht wieder bewegen können. Was machen die Großteil unserer Minenarbeiter hat gerade keinen Job. Deswegen dürfen die hier noch das gerade eben frisch gechannelte natürlich wieder wegmachen. Dann kommt nämlich auch echt keiner mehr da oben dran. Und dann können wir direkt eigentlich hier durchgraben. Und können auch hier kleine Eingänge reinbauen, damit man da dran kann. Man sieht, da kümmern sich ja schon um. Das heißt, es ist auch gleich fertig. Da bin ich also recht zuversichtlich. Hier sieht es ja auch gut aus mit 3 oder 4 Leuten, wie es jetzt hat. Ich habe es schon wieder vergessen, die wir für die Farm haben. Sind wir da, denke ich, auch sehr gut bedient. Ja, die Hühnchen sehen immer noch total grausam viel aus. Da hätte ich wahrscheinlich früher ein bisschen eingreifen und ein paar schlachten müssen. Also mag ich hier nochmal gucken, wie es damit aussieht. Ja, hier kommen wir nämlich gut voran. Dann geben wir hier noch mehr Koffer in Auftrag. Und hier möchte ich, glaube ich, schon mal Floodgates auf Vorrat machen. So, sieht doch gut aus. Und wenn die oben beschäftigt sind, kann ich hier mal versuchen, Räume weiter einzurichten. Indem wir hier noch Dinge wie Container einbauen. Denn, wenn ihr euch richtig erinnert, ich habe mich da mal hingestellt und habe angefangen, ganz viel Material dafür zu bauen. Und das kann dann jetzt natürlich auch mal verteilt, also den Masons in Auftrag zu geben. Und das kann dann jetzt ja auch mal verteilt werden. Gerade die Kabinetts, da haben wir jetzt ja schon richtig viele wieder von.
verteilen wir die hier auch alle mal. So, das war's. Sehr schön. Hier wird wieder ein bisschen mehr. Hier oben kann ich mal gucken, ob ich noch Tische und Stühle habe. Die fehlen da ja auch noch. Ja, haben wir. Sehr schön. Jetzt habe ich hier mal wieder eine muntere Klickfolge, in dem ich alles verteilen darf. Ich habe übrigens mittlerweile den Tipp bekommen, ich kann auch, wenn es darum geht, Minenschächte zu graben, muss ich das gar nicht so aufwendig machen, wie ich das immer gemacht habe. Man kann die auch über mehrere Ebenen hinweg auswählen. Habe ich bisher noch nie mir Gedanken zu gemacht. Deswegen habe ich das gar nicht gemerkt. So, und wir brauchen auch noch Tische dafür. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte einen Tisch. Leider nicht ganz so viele wie Stühle, aber immerhin. Hier unten hatten wir Tisch und Stühle schon genug. Ja. Ich hoffe, die Leute kommen hier überhaupt noch an alle Ecken ran, denn da steht ja mittlerweile schon einiges an Einrichtung drin. Oh, na, das müssen sie schon irgendwie hinbekommen. Und es ist Masterpieces entstehen und Hähnchen werden geschlachtet. So muss das. Man sieht jetzt auch, da ich jetzt jemanden eingestellt habe, der sich nur um Butchery kümmert, dass das jetzt auch ein bisschen mehr wird. Und deswegen unser Fleisch auch schon wieder hochgeht. Unsere Drinks sind ja mal gigantisch hoch. Und Others ist auch ziemlich gut. Plants werden gut verarbeitet. Das gefällt mir. Dann sind die gut am Brauen. Und hier kümmert sich auch jemand drauf. Sehr schön, drum. Sehr schön. Was hatte ich dir denn eingestellt? Ah, ich habe dir nicht nur Operating, sondern auch Engineering dem selbst gegeben gehabt. Das heißt, er kümmert sich auch netterweise um die Ballista, die er dann bedienen soll, selber. Und der muss noch weggeräumt werden. Das hat immer noch keiner gemacht. Straw Item und Stockpile, aber sind sie ganz schön beschäftigt. Das Leute aufräumen sehe ich hier leider nirgendwo. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Aber da hier schon wieder neue Sachen auf dem Steinhaufen sind, wurde wohl gedammt. Ja, hier unten sind. Oh, hier wurde schon aber reichlich gedammt. Wenn das H dahinter müsste dafür stehen, dass es gedammt wurde. Denke ich jetzt mal. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wobei es eigentlich keinen Sinn macht, dass so viel frischer Marmor. Doch, eigentlich macht es schon Sinn, dass nämlich die ganzen Sachen aus dem Wohnräumen. Die dort landen. Ja, nee, jetzt steht aber das H immer noch. Das kann also eigentlich nicht der Fall sein, dass es daher kommt. Dann muss das etwas anderes sein. Ich weiß aber nicht, was. Vielleicht weiß von euch das ja jemand, dann kann er mir das ja in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, woher da das H kommt. Vielleicht sind es auch Sachen, die noch dahin gebracht werden sollen und dafür schon markiert sind oder so. Ich weiß es nicht. So, hier sieht's. Ah, die haben gleich die ersten Traction Benches. Sehr schön. Ja, da haben wir auch zu tun. Was hast du hier gemacht? Du hast da was hingebracht. Du wartest dort. Dein Arm ist scheinbar noch nicht wieder vollkommen gesund. Schade eigentlich. Wie sieht es bei dir aus? Ja, sieht immer noch genauso aus. Aber der geht immerhin hin, um die Wunden zu behandeln, zu verarzten. Sehr gut. Ja, das sieht auch gut aus. Das sind. Schon ein bisschen weg. Hier sieht man, dass das kleine Baby mit rumgeschleppt wird. Das ist halt das Kindchen. Tja, den haben wir jetzt immer an der Backe beim Arbeiten. Weil Kinder verschwinden halt leider nicht so schnell wieder, das ein bisschen schade ist. Unsere Minenzwerge hier oben haben es geschafft, dass sie. Hier oben hochgehen zum Arbeiten, jetzt gleich jemand hier unten hingeht und die Rampe abbaut. Die blinkt ja schon so hübsch. Dann kommen sie erstmal nicht mehr da hoch. Ja. Jetzt ist die Rampe weg. Jetzt müssen unsere kompletten Minenarbeiter sich da erst einmal durchgraben, bevor sie sich wieder schlafen legen können. Naja, haben sie ja wenigstens was zu tun. Und jetzt nicht nur faul rum. Aber ich kann jetzt auch noch keine Türen dahin bauen. Das bringt mir nichts. Aber ich kann hier Türen bauen. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Wie viele haben wir denn schon wieder?
Oh, 77 Türen. Upsala, das habe ich vielleicht ein bisschen überproduziert. Aber schadet ja nicht. Dementsprechend sieht man hier auch überall Marmortüren, weil wir da ein bisschen viele von haben. Naja, lieber zu viel als zu wenig. Und der ist ganz schön zugeklustert hier. Tja. Läuft soweit alles ganz gut. Ich glaube, ich werde mal einen kleinen Cut jetzt wieder einbauen. Dann warten wir nämlich einmal ab, bis die hier durch sind. Ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn die hier fertig gegraben haben. Also kleinen Moment, Leute. So, und da sind wir wieder. Die Zwerge haben sich hier in Akkordzeit durchgegraben, wie man sieht. Passt alles. Und deswegen können wir jetzt hier direkt das machen, was ich hier vorhatte. Das war ja der Plan, und zwar der Stockpile. Und zwar Metal Ores werden geblockt. Wir brauchen nur Other Stones, denke ich. Das wird schon reichen. Hier sieht es aus. Ne, die wollen wir auf jeden Fall nicht drin haben. Raw Adamantine möchten wir auf jeden Fall nicht mit drin haben. Das brauchen wir anderweitig. Aber dann kommen hier genug Steine hin, die man da gebrauchen kann. Dann kann ich noch ganz viele hübsche Türen bauen. Damit wir hier auch einen schönen Abschluss des Ganzen haben. Und dann werden dort die Waffen hinkommen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchen wo ich das hier finde. Selbst mal gucken. Ich glaube, unter Workshops war es nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was haben wir denn sonst noch zur Auswahl? Nestbox Hive, Traction Bench, Tree Target. Das sind alles nur Fallen. Siege Engines, das sieht auch gut aus. Aber da brauchen wir gerade noch die Teile für. Das heißt, das muss noch ein bisschen warten, bis er da unten fertig gearbeitet hat. Was sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen wird, da der ungeübt ist und daher nicht gerade sehr schnell. Und da unsere Minenarbeiter gerade mal wieder nichts zu tun haben, bekommt Tobi jetzt seine Schmiede. Der Raum müsste von der Form her dafür passen hier. Ich weiß ni noch nicht genau, wie ich einstellen kann, dass nur er die benutzen kann. Das muss ich mal ein bisschen probieren. Ein Diplomat ist gegangen. Unglück? Was? Unhappy? Warum denn das denn? Ich habe doch mit dem verhandelt. Hä? Unhappy. Ich habe mit dem doch geredet. Vielleicht hat er. Die wollen ja normalerweise nochmal mit einem reden, um das abzugeben. Vielleicht hat er den Expedition Leader da nicht mehr erreichen können. Was natürlich ein bisschen schade wie ist. Aber naja. Wie sieht es hier jetzt eigentlich aus? Ja, wurden alle bearbeitet und die ersten Wooden Bolts sind sogar schon fertig davon. Okay. Sieht man jetzt wahrscheinlich ja. Hier sind überall Wooden Bolts mit drin. Da nehme ich die mal raus. Weil das ist das Doof an der Sache. Die blockiert uns da unsere Steinarbeiten. Was zur Folge hat, dass die Leute, die da sonst drin sind, nicht mehr weiterarbeiten können. Was ja irgendwie wenig Sinn macht. Ja, dann müsste die erste Traction Bench fertig sein. Und zwar, wo finde ich denn hier Traction Benches nochmal? Da. Ein Groß R. Aha, hätte ich von alleine nicht gefunden. So, außerdem können wir uns noch ein paar Betten hier an die Wand stellen. Können wir eigentlich auch bald mal wieder neue brauchen. Aber dafür reicht es noch, dass wir da noch ein bisschen mehr reinpacken können. Nein, das wollte ich nicht. Containern wollte ich noch gucken. Dann haben wir mittlerweile. Na, wie sieht's aus? Noch mehr Splints da. Buckets. Tja. Ja, doch, das ist schon hoch eingestellt. So. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich gerade vorher gemacht habe. Das ist mir nämlich schon wieder entfallen. Ach ja, genau, ich wollte hier die Schmiede designen. Beziehungsweise überlegt, wie sie hinter aussehen sollen. Und dann müssen sich da gleich noch die Zwerge hinstellen, die ausheben.
Und da kann man sich doch eigentlich mal drum kümmern. Ich gehe hier mal mit einem Reclaim drüber. Vielleicht hilft uns das ja. Nee. Und es ist auch immer noch keiner im Trainieren. Das heißt, das hat da auch noch nicht geholfen. Ja, immer noch Soldier cannot follow order. Wenn irgendjemand von euch da eine Idee hat, was genau ich da jetzt falsch gemacht habe, kann er mir das gerne schreiben, denn ich weiß jetzt nicht, was hier falsch eingestellt ist. Schießen ist drin. Die haben die Aufgabe hier zu trainieren. Ist als Baraka also alles ordentlich eingestellt. Im Zweifelsfall hatten sich auch Weapon Racks und Armor-Dingsbums drin. Ihr wisst schon, mir fällt der passende Name gar nicht ein. Müsste also eigentlich alles funktionieren. Tun sie aber dann jetzt nichts. Tja. Und die hier oben gerade Combat Training machen. Talented Mace Draft ist dabei. Doubling Swords Draft. Doubling Axe Draft. Novice Mace Draft. Da sind immerhin schon ein paar Leute dabei, die ein bisschen kämpfen können. Swords Draft, ein Axe Draft. Da müsste einfach noch einer hinter stehen. Doubling Axe Draft, Doubling Swords Draft. Ja, haben auf jeden Fall genug damit zu tun. Tja. Warum die da unten jetzt nicht arbeiten können, ich weiß es nicht. Der macht gerade Pause. Und während wir die da oben unten schon am Graben sind, können wir hier auch noch graben. Und ich glaube, wir nehmen das hier hinten, indem wir einfach mal hier das Wasserreservoir angraben. Nee, nur mit einem. Sicher ist sicher. Dann kommt da nämlich auch direkt jemand hin, dann fließt das Wasser rein, müsste dann tendenziell hier unten reinfließen. Müsste eigentlich sogar die Steine ein bisschen wegspülen. Da wäre ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das probieren wir gleich einfach mal aus, indem wir da das Wasser einlassen. Wichtig ist, dass wir danach dann wieder eine Wand dahin bauen oder ein Floodgate, wobei eine Wand, glaube ich, die klügere Idee ist, um sicherzustellen, dass da keiner dann reinkommt. Oh, die hat mal wieder ein Masterpiece gemacht. Wie schnell arbeitet der das ja eigentlich ab? Ja, das ist alles schon wieder raus. Hat noch ein paar Eimer zu tun. Können wir nur noch Betten machen lassen. Es ist aber sehr cool, dass er alleine mit, ich glaube, er war zuletzt bei Legendary Plus 3, dass er das hier einfach mal komplett alles alleine leiten kann. Das ist doch sehr praktisch für uns. Er braucht hier immer noch. Tja. So, Minenarbeiter kommt her. Da sind sie mittlerweile ja auch angekommen. Wieder mit dem Kindchen dabei. So, ich will hier nochmal gucken, aber nicht tendenziell. Das dürfte vollkommen sicher sein für uns hier. Da kommt keiner dran. Man könnte sich tendenziell von oben drauf fallen lassen. Das dürfte aber nicht so einfach funktionieren. Von daher mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Und wenn doch mal jemand da hinkommt, können wir einfach die Tür zumachen. So, da kommt das Wasser rein. Und spült hier schön runter. Man sieht hier sehr cool, dass hier so ein bisschen Gischt entsteht. Und dass dann halt darunter Muddy Steine entstehen. Was halt gut dafür ist, dass dann darauf was wachsen kann. Hoffe ich zumindest. Müsste eigentlich soweit funktionieren. Dürfte aber auch ein bisschen dauern, bis sich das hier wegbewegt hat. Da können wir so in 1, 2 Folgen dann nochmal gucken. Erst einmal warten wir, dass das sich da rausbewegt. Was für Wasser irgendwie schon ziemlich lange dauert, wenn man da mal drüber nachdenkt. Eigentlich müsste das innerhalb von 0, nichts leer gelaufen sein, so die obersten Ebenen. Aber das Wasser reagiert hier in Draftford auch immer etwas träge. Aber ich glaube, ich beende damit dann den Part. Dann kann ich es einfach so machen, dass ich bis zum nächsten Mal das Wasser laufen lasse und hier die. Okay, das ist quasi fast fertig ausgehoben. Dann kann ich einfach bis zum nächsten Mal vorbereiten, wie das aussehen soll. Also kann jetzt noch eben mich hinstellen und kann daraus dumpen. Und eigentlich können wir das sogar anders machen. Wir lassen uns die Zeit dafür, hier komplett einmal zu smoothen. Ich glaube, das ist auch ganz cool. So. Damit ist dann auch genug zu tun und ich lasse noch ein bisschen weiterlaufen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Draft Fortress. Bis dann, Leute. Macht's gut.